Mein Name ist Sandra Schütz und ich habe an der HTW Dresden Elektrotechnik studiert. Ich bin bei der Bosch Sensortec seit etwa 2 Jahren. Wir entwickeln elektrische Schaltungen, die zusammen mit unseren Sensoren später in verschiedenen Anwendungen vorzufinden sind. Zum Beispiel in Handys, Tablets oder Fitnessarmbändern. Ich bin im Verifikationsbereich tätig. Das heißt, wir überprüfen, dass die Schaltungsentwürfe die richtige Funktionalität aufweisen. Und da muss ich mir einen Plan machen, wie ich das Modul verifizieren möchte. Und das ist auch eine sehr kreative Arbeit. Das ist auch sehr unterschiedlich. Ja, den größten Teil meines Alltags sitze ich am PC. Es gibt aber auch Tage, wo man viele Meetings hat. Da sprechen wir über den aktuellen Stand und finden gemeinsam Lösungsansätze. Wenn man alleine arbeitet, kommt man nicht weit. Man braucht immer ein Team hinter sich. Und das fand ich auch sehr wichtig, dass das Studium einen das auch irgendwie mitgibt. Also wenn man das Interesse hat für Elektronik oder Elektrotechnik, dann würde ich die HTW Dresden auf jeden Fall empfehlen. Gerade in der Elektrotechnik ist es, glaube ich, wichtig, dass man nicht nur die Theorie lernt, sondern auch die Anwendung dazu. Also wir haben bereits, ich glaube, ab dem 2. Semester viele Praktika gehabt. Da haben wir zum Beispiel Mikrocontroller programmiert. Ich muss sagen, gerade im Hauptstudium fand ich toll, dass wir eine relativ kleine Gruppe waren, weil wir waren gerade auch zum Ende hin ein super Team. Wir haben uns immer unterstützt und Lerngruppen gebildet. Und ich denke, dass ich auch mein Studium ohne meine Kommilitonen nicht so einfach geschafft hätte.